Gute Unterhaltung mit Pulheim TV wünscht Ihnen die GVG Rhein-Erft. Liebe Zuschauer, neben mir steht Chiara Hilverkus und du bist Trainerin wovon? Von der Leistungsgruppe hier vom TuS Brauweiler. Denen ist was ganz Besonderes gelungen. Sie sind, naja, eigentlich würde man sagen, deutscher Meister geworden. Aber das darf man nicht in eurer Altersklasse. Warum nicht? Ja, also genauer genommen ist es eben der Sieger der LTV-Pokale im Trampolinturnen, weil eben aber noch die Kinder so jung sind, also im AK 9-10, sagt man nicht richtig deutscher Meister, sondern es sind einfach, die haben diese Meisterschaft gewonnen und sind erster Platz geworden. Also diese manche Regeln sind sonderbar. Also eigentlich sind sie deutscher Meister. Aber sagen wir natürlich nicht, ne? Wie ist das zustande gekommen, dass ihr ausgewählt wurdet für dieses Turnier? Also es gab eben zuvor eine Sichtung. Dort wurden eben viele verschiedene Springer und Springerinnen eingeladen, die dann vor einem sozusagen Kadertrainer oder einem Landestrainer auch so ein bisschen sich präsentiert haben, auf dem Boden oder auch auf dem Trampolin, ihre Übungen gezeigt haben, verschiedene Sprünge. Und aufgrund der Leistung und der Einschätzung dieses Trainers wurde dann ein Team zusammengestellt aus verschiedenen Vereinen, also jetzt eben von uns vom Brauweiler, aber auch aus Düsseldorf, aus Förde, also aus verschiedenen Vereinen hier in der Umgebung, wurde dann eben geschaut, okay, wer bringt welche Leistung, wer springt welche Übung, mit welchen Schwierigkeiten. Und dann wurde das bestmöglichste Team zusammengestellt und mit dem wurde dann eben dort in Rosbach jetzt an den Start gegangen. Das ist ja auch altersmäßig gestaffelt, ne? Die Jüngste war wie alt? 10? Genau, richtig. Also wir waren in AK 9-10 und AK 13-14 eben vom TuS Brauweiler. Also Altersklasse 9 und 10. Das heißt, die Jüngste war die Nele. Genau, die Nele. Die ist auch mit ihrer Mannschaft dann gestartet, mit drei anderen Mädels aus anderen Vereinen. Und waren eben sehr erfolgreich. Sie wurde von anderen Trainern ausgewählt, also nicht unbedingt von euch jetzt, ne? Nee, genau. Also es gibt eben einen, der ist dann für das Team Rheinland sozusagen zuständig und der hat dann entschieden, okay, das sind so jetzt meine Favoriten in dieser Altersklasse und somit hat er das dann entschieden, wer eben an den Start gehen darf für das Team Rheinland. Und warst du mit Nele zufrieden? Ja, sehr, auf jeden Fall. Also sie ist wirklich noch gar nicht so lange dabei und hat super Fortschritte gemacht in sehr kurzer Zeit und es war auch mit einer ihrer ersten Wettkämpfe und da hat sie echt starke Nerven gezeigt und hat super gemacht. Dann habt ihr aber noch andere Altersklassen drin gehabt, wie, was war die älteste? 14 dann, ne? Genau, ja, AK 13, 14 war das noch und da waren auch zwei Springerinnen dabei und zwei waren auch als Ersatz dabei. Also insgesamt vier von uns sind wir super zufrieden mit, dass die auch die Ehre hatten, eben da das Team Rheinland einfach so vertreten zu dürfen. Und ihr habt, außer Urkunden, habt ihr auch einen Pokal bekommen, einen schönen großen. Genau, ja, auf jeden Fall. Also Nele hatte echt eine Medaille und einen Pokal und eine Urkunde, also super stolz und doch war echt ein schönes Wochenende, ein schönes Erlebnis für alle. Das ist jetzt die deutsche Meisterin. Dürfen wir zwar nicht sagen, aber wenn du ein bisschen älter wärst, dann wärst du deutsche Meisterin geworden, ne? Und bist du stolz? Ja, sehr. War das schwer? Also ja, es war schon sehr hart umkämpft, aber am Ende haben wir dann gewonnen und das war einfach cool. Gewinnen ist immer cool, ne? Musstest du denn viel trainieren, um das so zu können? Also ja, wir machen das ja dreimal die Woche und es ist auch manchmal ziemlich hartes Training. Also ja, ich musste ziemlich viel trainieren. Und jetzt bist du mit den anderen zusammen dann jetzt deutscher Meister. Hast du einen Pokal zu Hause stehen? Ja. Was hat dein Opa denn gesagt? Also der war stolz und hat mir ganz lange am Telefon gratuliert. Die Opas, so sind sie, ne? Ja. Und was kommt dann jetzt als nächstes? Gibt's da auch noch andere Meisterschaften hier von der Gegend und sowas? Genau, also regionale Turniere und Wettkämpfe finden auch statt. Genau, bei uns steht auf dem Programm als nächstes die Rheinland-Liga. Da werden wir an den Start gehen. Das sind insgesamt drei Wochenenden, wo dann eben diese Wettkämpfe anstehen. Und die rheinischen Einzelmeisterschaften. Mhm. Genau. Sagen wir so, man betrachtet das ja als Randsportart. Ne? Alles, was kein Fußball ist, ist ja eine Randsportart. Ja. Und es ist ja eigentlich ein wunderbarer Sport. Fehlen euch Leute?
Ja, also klar, Nachwuchs ist immer gut. Also wir suchen, hatten auch jetzt die letzten Wochen immer mal wieder so eine kleine Sichtung, wo wir dann einladen und die Kinder vorbeikommen können und wir einfach mal sagen, okay, dürft einfach mal ausprobieren. Und also genau, da ist immer, auf jeden Fall die Tür steht offen, dass man einfach mal reinschnuppern kann. Neue Kinder und Nachwuchs ist immer gut. Was würdest du denn einem anderen Mädchen sagen, wie es hier ist, um sie so ein bisschen in den Verein zu locken? Was glaubst du, was ist dann besonders schön hier? Was macht dir am meisten Spaß? Also am meisten Spaß macht mir das Gefühl zu fliegen. Also es ist halt ein wunderbares Gefühl, wenn man dann so lange in der Luft ist und so Zeit hat zu fliegen halt. Und dann die Übungen in der Luft, ist das nicht gefährlich? Ja, schon, aber wenn man es länger übt, dann wird es eigentlich ungefährlich. Also es kann immer was passieren, ja. Aber im Notfall ist ja auch die Matte da. Im Notfall fängt dich einer auf, ja. Ja. Ja, prima, vielen Dank. Und jetzt sehen wir noch ein paar Ausschnitte aus Nele Mommerts Kür. Bravo, toll. Also was Nele jetzt gemacht hat, das war zumindest ein großer Teil der Übung, die sie auch während der Meisterschaft gemacht hat. Genau, ja, auf jeden Fall. Das war ihre Pflichtübung und ihre Kühübung, die sie gezeigt hat. Sie springt ja schon sehr hoch. Sag mal, für so ein kleines Kind, mein lieber Mann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also klar, ist ein Stück weit Training, aber auf jeden Fall gehört auch sehr viel Mut dazu, dass auf die Kleineren, die sich da noch nicht so ganz trauen, weil sie dann ein bisschen Respekt haben vor der Höhe, aber das klappt schon ganz gut bei ihr. Das scheint ein Talent zu sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr stolz und zufrieden, ja. Dann gucken wir mal nach dem anderen Talent in eurer genau, Gruppe. Genau, auf jeden Fall. Also Talente haben wir natürlich mehrere. Ja. Aber jetzt hatten wir bei dem LTV-Pokal noch in der Altersklasse 13-14 auch noch zwei Springerinnen am Start. Genau, die können wir uns auch noch mal näher anschauen. Okay. Das ist Leni Bochinek und sie war auch mit im Finale. Mit wie vielen Sprüngen? Wie viele Sprünge muss man machen, damit man zumindest mitmachen darf? Also eine Übung hat immer 10 Sprünge und ich musste dann auch eine Übung springen. Also 10 verschiedene, muss auch andere Figuren machen. Wie nennen die sich? Kennst du die? Ja, also ich weiß die Namen von den Sprüngen, die haben ganz unterschiedliche Namen dann. Sag mal. 1, 2. Also meine Übung fängt an mit Dreiviertel rückwärts, dann Kodi, dann Grätsche, B-Salto, Abarani, A-Salto, Hocke, C-Salto, Dreiviertel vorwärts, Babyflüffes. Also, das hört sich sehr kompliziert an und es sieht auch spektakulär aus. Seit wann machst du das? Also ich mache das, seit ich 6 bin. Und du bist jetzt? 12. Wie läuft das denn jetzt in der Meisterschaft hier in Pulheim? Muss man sich da auch qualifizieren oder sowas? Also jetzt bei den Wettbewerben hier so bei uns in der Nähe, da muss man sich nicht qualifizieren. Aber für die Meisterschaften, wo ich jetzt das letzte Mal mitgesprungen bin, da musste ich mich dann qualifizieren. Und wer entscheidet denn, dass du mitspringen darfst oder mitfährst? Die Trainerin oder auch andere? Nee, das hat der Kadertrainer entschieden. Da war der ist nicht von hier, ne? Nee, der ist nicht von hier. Also der ist aus unserer Region, aber nicht hier von uns, vom Verein. Und der hat die Springen gesehen und hat gesagt, die nehmen wir mit, die kann das gut. Ja, also der hat beim Wettbewerb so ein bisschen geguckt nach Springern und dann war da so ein Auswahltraining und dann hat er halt Leute ausgewählt. Da warst du bei, wie schön. Prima, vielen Dank. Springst du jetzt auch mal eine Runde? Ja, kann ich machen. Das wäre nett, ja. Da gucken wir das noch. Danke. Ja, schöne Arme ziehen. Jawohl, viel besser. Gut, wieder aufrichten, groß bleiben und hinstellen. Jawohl, gut.
Wie hoch springen die hier diese Älteren jetzt? Die Kleiner ist ja schon über 5 Meter gesprungen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also hier bei den Größeren werden bestimmt auch 7 Meter erreicht. Also da ist schon echt einiges drin. Je nachdem, wie stark man auch natürlich ins Tuch reintritt, kann man da schon gut Höhe machen, auf jeden Fall. Was hältst du als Profitrainerin von diesen Springdingern, die zu Hause in den Gärten rumstehen, von den Trampolinen? Sind die auch was, wo man sagen kann, okay, da können die Kinder anfangen, aber dann sollen sie zu uns kommen? Ja, also für den Anfang ist es natürlich erstmal eine gute Möglichkeit, um da zu Hause ein bisschen Spiel und Spaß und auch die leichten Basics so ein bisschen zu üben. Aber dann ist natürlich schon auch hier ein ganz anderes System dahinter vom Tuch, vom Sprungtuch, aber auch die Federn sind ganz andere Qualität und die können einfach viel mehr Energie ins System reinbringen und da einfach auch andere Höhen einfach erreicht werden von den Springerinnen. Und genau, also da auf jeden Fall dann für die schwierigeren Sachen besser auf dem Leistungsgerät, und zu Hause merkt man dann meistens selbst, wenn die Kinder dann sagen, ja, das hat dann da nicht so gut geklappt, weil natürlich dann die Höhe nicht da war zum Beispiel. Das ist halt dann schon nicht so gut möglich zu Hause. Aber dafür kommen sie dann hierher. Prima. Vielen Dank. Und wenn Sie noch Leute suchen, hier im Brauweiler können die Kinder kommen und sich anmelden oder einfach gucken kommen. Geht auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also sehr gerne einfach vorbeischauen. Wir können alles ausprobieren, einfach mal schnuppern kommen. Doch, wir würden uns freuen. Wir müssen nicht sofort zu hoch springen. So hoch reicht erstmal auch. Ja. Genau. Ja. Danke. Sehr gerne.